Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es um einen neuen DM-Haul. Genau, ich habe mein Tütchen hier vor mir auf dem Boden stehen und greife jetzt mal lustig hinein und auf wie geht's. Das erste, was ich mir gekauft habe, sind Evelyn Maxi-Pads, was ich sehr cool fand. Ich weiß nicht, ob es mir bisher einfach nicht aufgefallen ist, aber ich habe sie jetzt in der großen Verpackung gefunden. Bisher habe ich irgendwie bei unserem DM nur die kleinen gesehen. Vielleicht war ich verstrahlt, vielleicht gab es sie bisher nicht. Ich habe mir auf jeden Fall die Mutter der Porzellankiste gekauft. Und zwar die mit den 50 Maxi-Pads drin. Und die verwende ich sehr gerne. Ich nehme nicht jedes Mal die Maxi-Pads. Ich kaufe auch durchaus mal die kleinen. Aber dieses Mal war es mir nach Maxi-Pads, deswegen die Maxi-Pads. Dann habe ich mir etwas gekauft, was ich leider schon aufreißen musste. Und zwar habe ich mir von Profissimo diese, selbstklebenden Geschenkeschleifchen hier gekauft. Und zwar in Silber, Silberweiß und so Metallicfarben. Die fand ich sehr schön. Ich brauchte die tatsächlich überraschenderweise für ein Geschenk. Und die finde ich sehr praktisch. Ich kaufe die auch total gern zur Weihnachtszeit in etwas größerer Form als diese winzig kleinen Teile hier. Aber auch die finde ich super für kleine Geschenke und kaufe sie regelmäßig mal nach. Auch nicht immer von Profissimo. Ich kaufe die auch teilweise im Schreibbedarf. Finde sie aber, wie gesagt, einfach total praktisch. Und ich finde, sie werten einfach auch jedes Geschenk schnell auf. Und man muss dafür eben auch nicht viel einpacken können haben. Dann habe ich mir wieder nachgekauft mein Meisterpropper Badreiniger. Ich bin verrückt nach diesem Duft. Ich liebe den. Ich habe immer ein gutes Gefühl und freue mich, wenn ich mein Badezimmer geputzt habe mit diesem Produkt, weil es einfach so unglaublich lecker und sauber duftet. Und meins war alle. Überraschenderweise brauchte ich ganz dringend ein neues, um weiter putzen zu können. Und ja, den habe ich also nachgekauft. Dann habe ich mir wieder nachgekauft meine Balea mattierende 24 Stunden Pflegecreme für Mischhaut. Da habe ich ja auch schon mal sehr tiefen Bezug zugenommen in einem anderen Video. Ich werde euch das gerne unten nochmal in der Infobox verlinken, wenn euch da meine Pflegeroutine einmal interessiert. Ich finde diese Creme ganz, ganz, ganz toll. Sie ist wirklich super gut geeignet für meine Art der Haut. Und wenn ihr also auch Mischhaut habt, die zu großen Poren oder auch zu wirklich zum Fetten neigt, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Des Weiteren ist die unglaublich günstig und auch wirklich was für, ich würde mal sagen, jeden und jedes Budget. Dementsprechend guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das ist ein richtig großer Tipp von mir. Ein weiteres Nachkaufprodukt ist mein Balea Reinigungsmousse für Mischhaut. Das ist dieses hier. Ihr wisst, ich finde das überragend. Ich kaufe das immer wieder nach. Ich habe das jetzt, ich habe es immer in der Dusche stehen. Also dieser Schaum, den das produziert, der ist für mich einfach so angenehm und ich habe da so ein reines Gefühl und das brauche ich vor allem in der Dusche. Ich finde es einfach mega, mega, mega toll, dieses Produkt. Und da habe ich das also immer stehen. An meinem Waschbecken habe ich zurzeit noch das vom BB. Das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Das finde ich auch sehr gut. Und die kaufe ich immer so im Wechsel nach. Dann habe ich etwas Neues entdeckt und zwar habe ich mir die Marshmallow Heaven Handcreme geholt von Tracklemoon. Das ist dieses Teil hier. Und ich kann euch sagen, ich finde, es riecht so lecker. Das riecht halt nach so einem richtig süßen, also eigentlich wie Zuckerwatte. Ich bin ja ein Zuckerwatte-Mädchen, dementsprechend musste ich es natürlich kaufen. Des Weiteren finde ich, dass es die ideale Größe hat für die Handtasche, klein und kompakt. Zurzeit habe ich die Handcreme von EOS, die finde ich auch sehr gut. Die hat auch witzigerweise eine ähnliche Form, also auch so ein bisschen wie so ein Ei. Und die finde ich auch ganz toll, also für die Handtasche. Ich weiß nicht, mich spricht einfach diese Form total an. Deswegen, ja, musste ich es einfach kaufen. Ich würde sagen, dass es nicht die günstigste Creme ist. 75 Milliliter lagen, glaube ich, bei 2 Euro. Aber wenn es schön macht, muss ich mal sagen, dann bin ich auch durchaus bereit, das Geld dafür auszugeben. Und wie gesagt, der Duft genau meins. Dann habe ich es gewagt und habe mir tatsächlich einen der neuen Evelyn Pinsel gekauft. Ich habe einige Reviews gesehen und gelesen und bisher ist die Meinung zu diesen Pinseln eher negativ behaftet tatsächlich. Deswegen, ich hoffe, dass es jetzt kein totaler Reinfall ist, aber ich dachte, bei einem Pinsel kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Deswegen, Birtchen, kauf dir einen. Und ich habe mich für den Allround Pinsel aus Naturhaar entschieden. Das ist dieses Teil hier. Ich fand, es sah ganz gut aus, so zum Auftragen von Highlighter oder vom Verteilen von Concealer etc. pp. Dementsprechend, ich werde den mal testen und
Vielleicht landet er ja doch in einem meiner Favoritenvideos, vielleicht aber auch in einem Flop-Video. Ich kann es euch noch nicht sagen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was dieses Teil so kann. Und ja, ich hoffe, dass es kein Reinfall wird. Dann habe ich mir meine feuchten Allzwecktücher nachgekauft und zwar diesmal in der Duftrichtung Granatapfel. Das ist dieses Teil hier. Die feuchten Allzwecktücher kaufe ich mir immer wieder nach. Ich finde, die sind einfach super praktisch und man kann da schnell mal einfach die Oberflächen mit reinigen. Ich finde die spitzenmäßig und ja, immer wieder nachgekauft. Listerine Mundwasser, unseres war alle. Ich kaufte es nach und zwar im Fresh Mint. Das ist die grüne Variante. Ehrlich gesagt bin ich da nicht wählerisch. Ich kaufe alle. Am besten finde ich aber diese Listerine Total in diesem lila Ton. Die finde ich super. Und diese Listerine, wo Zero draufsteht, die ist so ganz, ganz, ganz hellblau, so eisblau, weil da weniger Alkohol drin ist und die ein bisschen weniger brennt. Aber prinzipiell ist es mir eigentlich Lachs. Ich nehme sie alle und weltbestes Mundwasser, was soll ich sagen. Dann habe ich etwas für mich neu entdeckt und zwar wusste ich gar nicht, dass die Damen und Herren von DM diese Serie bei sich in dem Sortiment haben. Und zwar bin ich bei den Duftkerzen rumgeschlendert, weil ich bin ja auch so ein Duftmäuschen, ne? Und dachte so, mal Richtung Weihnachtsduft vielleicht. Da fiel mir ein, okay, ja, würde vielleicht überspringen wir Halloween mal nicht und rutschen mal nicht gleich in den Winter, sondern genießen nochmal den Herbst. Und da habe ich gesehen, dass die, dass sie bei DM jetzt auch diese Ipuro-Duftstäbchen haben, die ist normalerweise, die ich normalerweise nur von Depot kenne. Korrigiert mich gerne, wenn ihr sie auch woanders gesehen habt. Und zwar gab es sie einmal in so einer kleinen Verpackung, die habe ich genommen. Und es gab sie noch einmal in der original großen Verpackung. Und was mich total angesprochen hat, ist einfach die Duftrichtung. Es ist Zedernholz und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich liebe alle Düfte mit Hölzern. Ich stehe auch total auf die Rituals-Kerzen mit Weihrauch. Oh, ich liebe alles, wo Sandelholz drin ist, keine Ahnung, was für Hölzer, auch so Kiefernklimbim finde ich ja mega. Also das, was andere Leute an Klosteine erinnert, da macht mein Herz einen Sprung. Und ja, also Zedernholz auch ganz, ganz, ganz weit vorne, was Lieblingsdüfte von mir angeht. Dementsprechend, ich habe noch keine Ahnung, wie das Teil riecht. Wir können hier vielleicht mal zusammen schnuppern. Wartet. So, hier unser Baukastensystem und ja, wünscht mir Glück, dass ich das Zeug nicht auf mir verteile. Ohne Witz, ich muss es nachher mit einer Zange aufmachen. Ich kriege den Nüppel nicht durchs Loch. Wisst ihr? Egal, aber ich habe schon so eine kleine Duftnische gemacht. Und ich muss sagen, es riecht gar unglaublich köstlich. Schön mit der Lippe das Glas geküsst. Das riecht... das kann ich nicht beschreiben. Wenn ich jetzt sage Hölzern, Freunde, ist ein bisschen mau, wa? Nein, es riecht nicht nur nach Holz. Das riecht pudrig, so ein bisschen, ja, also wirklich, so finde ich auch wie Babypuder, auch durchaus ein bisschen rauchig, holzig und also ein Ticken vanillig auch. Also mega, mega, mega cool. Also sehr große Empfehlung schon mal für den Duft von dem Ipuro Duftstäbchen. Ich bin freudeerfüllt. Dann kaufte ich mir, ich Rebell, neue Evelyn Q-Tips, Wattestäbchen, die ich, bitte alle Hals-, Nasen- und Ohrenärzte jetzt ihre Ohren zuhalten, weil ich das einfach, ich muss mir auch die Ohren reinigen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Ticks habt, also meine Ohren müssen auch definitiv gereinigt werden und ich weiß, man soll es nicht, obwohl es geteilte Meinung gibt zu diesem Thema. Ich mache das trotzdem, auch ganz vorsichtig. Und mein Hals-, Nasen- und Ohrenarzt hat bisher noch nichts dazu gesagt, dass meine Ohren ganz schlimm aussehen. Dementsprechend mache ich das auch erstmal noch weiter ganz vorsichtig. Aber ich benutze das auch sehr, sehr viel zum Korrigieren von Mascara-Resten etc. pp. Und die werden immer wieder bei mir nachgekauft. Wenn ihr heute übrigens irgendwelche Grunzgeräusche hören könnt, dann bin das nicht ich, sondern der Hund meiner Freundin, auf den ich gerade aufpasse. Und das Mäuschen ist noch ganz, ganz klein und die schläft hier nebenbei und macht Grunzgeräusche. Wahrscheinlich träumt sie gerade was Nettes. Man weiß es nicht. So, wir bewegen uns auf die Zielgerade zu. Ich habe mir noch gekauft von Evelyn diesen Nagellackentferner in dieser Pump, in diesem Pumpdispenser. Finde ich super praktisch, kaufe ich mir immer wieder nach. Entweder diesen hier oder den von Rossmann. Ich finde beide eigentlich ganz in Ordnung. Und ja, ist mit Arganöl, Biotin und ohne Aceton. Und ja, finde ich sehr schön und kaufe ich, wie gesagt, immer wieder nach. Ich weiß, ich wiederhole mich. Dann habe ich mir gekauft, weil ich echt Hunger hatte gestern,
aber irgendwie nicht dazu gekommen bin, es zu essen auf dem Nachhauseweg. Von Power Bar, diesen Natural Energy Riegel. Den kaufe ich entweder immer mit in dieser Beeren-Variante, die ihr jetzt hier seht, oder in dieser Sweet and Salty Variante, wo dann eben Salzstangen mit eingearbeitet sind und die sind auch mega lecker. Und ja, in meinem kleinen blonden Hirn ist es so, dass ich denke, oh, das ist eigentlich ein gesunder Snack, weil das steht in der gesunden Abteilung von DM. Aber ja, Leute, wir wissen, da ist natürlich auch jede Menge Zucker drin. Und ja, ich glaube, es ist trotzdem natürlich besser als Schokolade. Klar, klari, klara, klaro. Aber naja, es ist auch nicht super, super gesund. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber was ich sagen wollte, die kaufe ich mir immer wieder nach und ich finde sie super, super lecker und als Snack zwischendurch wirklich geeignet. Und die zwei letzten Produkte kommen jetzt. Und zwar sind es zwei NYX-Produkte. Ich hatte gestern mal das erste Mal richtig Zeit, ein bisschen wirklich mir die NYX-Theke in ihrer vollen Breite und Schönheit reinzuziehen. Habe ich auch gemacht. Diverse Dinge waren ausverkauft, was ich schade fand, aber naja, so ist das halt, ne? Man kann immer gewinnen. Aber ich habe zwei Produkte mir tatsächlich gekauft, die ich beim Swatchen extremst schön fand. Eins ist das, was ihr jetzt heute auf meiner Lippe seht. Ich konnte nämlich nicht umhin, ihn umgehend auszuprobieren. Und zwar ist es einer von diesen Intense Butterglossen. Ihr wisst, ich habe von denen schon einen, diesen Berry Strudel. Und dieses hier ist jetzt Chocolate Crepe. Und es ist ein Träumchen. Also ich finde, das ist das perfekte Rosenholz für den Herbst. Es ist so ein geiler Ton. Sorry für diese Aussage, aber es ist so ein richtig, das ist ein herbstiges Rosenholz. Ich kann das nicht besser sagen. Und ich muss sagen, ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Und ich finde den so unglaublich geilo. Also Freunde, also sagt mir doch bitte, dass das kein Traum ist, oder? Und ich muss sagen, ich liebe das Finish. Ich habe festgestellt, also dieser ganze matte Lippentrend, ja, mag ich auch, aber als Mensch, der eher einen kleineren Mund hat mit einer etwas dünneren Lippe, also ich bin jetzt ja nicht mit einer super vollen Lippe gesegnet, ne? Finde ich, dass glossige Dinge, die unterstützen die, das, was man hat. Ne? So, und dementsprechend finde ich so diese ganz todmatten Lippen, ja, also nee, ich finde das einfach, das finde ich mal so für ein Instagram-Foto ganz nett und ich finde das auch mal für eine Party ganz nett, aber so für einen Alltag, weiß ich nicht, mag ich lieber so ein bisschen glossig. Und was ich super finde bei diesen Intense Butterglossen, ist einfach, dass die decken wie ein Lippenstift und glossy sind wie ein Gloss. Und also das hat mich mal restlos überzeugt. Und Chocolate Crepe, mega Empfehlung für den Herbst. So, und das letzte Produkt, aber trotzdem auch ein mattes Lippenprodukt, denn wie gesagt, ich mag es ja auch mal, ist einer von diesen NYX Liquid Suede. Das sind diese hier. Und das war irgendwas mit Tee und Cookies. Wartet. Wartet. Wo steht es? Ja, Tee und Cookies, ne, Bildchen? Das ist ja mal, haben wir gut gemerkt. Genau, das ist so ein wunderschönes, ja, Rosé. Ich werde uns das mal swatchen, ne? Das andere Träumchen seht ihr ja live und in Farbe, aber dieses hier solltet ihr ja auch mal sehen. Und die Farbe habe ich gestern tatsächlich die musste ich im Auto instant ausprobieren. Und ich kann euch sagen, Schlüpperstürmer. Also abgesehen davon, dass die Deckkraft also ein Träumchen ist, ist es auch einfach so, dass die wirklich lange gehalten hat. Und ich war bei meiner Freundin nach dem Einkaufen, wir haben Kaffee getrunken, wir haben Kuchen gegessen, wir haben geschnattert und als ich nach Hause gegangen bin, hatte ich immer noch diesen Lippenstift auf der Lippe. Also, das ist wirklich richtig was. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt ein paar Dinge gesehen, die ihr interessant gefunden habt. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr irgendwas Neues entdeckt habt oder ihr so einen richtigen Oldie but Goodie habt, den ihr mir total aus dem DM empfehlen könnt. Das interessiert mich immer echt wirklich brennend. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Ciao!